Posten Sie auf Social Media, also auf Facebook konkret, einfach alles Nützliche, Spannende aus Ihrem Unternehmen. Geben Sie Einblicke, wie funktionieren die Maschinen, bis zu Ihrem Messeauftritt, gerne hinter den Kulissen, beim Aufbau. Mensch, wir haben noch richtig was zu tun. Morgen früh geht's los. Sieht aus, als müssten wir die ganze Nacht durchmachen. Egal, Hauptsache es wird gut. Leute, ranklotzen, weiter geht's. Ja, das sind Messages, die kommen an. Ja, und den neuen Mitarbeiter vorstellen. Jetzt kommt das Entscheidende, was ich dann noch daraus mache. Nachdem beide zufriedengestellt sind und verstehen, okay, der Alex gibt trotzdem weiter 120% und arbeitet für uns beide unsere Alleinstellungsmerkmale heraus, für unsere Zielgruppen und so weiter. Alles gut, beide zufrieden. Und jetzt setze ich für mich noch einen oben drauf, nicht nur, weil ich das euch gerade erzähle. Du sprichst nicht in die Kamera, sondern sprichst ja mit Eike in diesem Fall. Ja? Klar. Und dafür stehst du natürlich eben neben der Kamera. Ja. Und jetzt sorgst du erstmal dafür, bitte, dass dein Bildausschnitt einer ist, den man auch als, den man typisch für ein Interview nehmen würde. Ja? Weil das ist natürlich jetzt ein Bild, siehst du schon genau, du zoomst es dir ein bisschen zurecht, du brauchst jetzt einen Ausschnitt, der auch interviewmäßig passt. So wie du es im Prinzip aus dem Fernsehen kennst. Ja? Also, ihr baut damit Vertrauen auf, auch gerne über LinkedIn natürlich, von mir aus auch dort siezend, je nachdem, wie eure Zielgruppe ist, ist alles okay. Ihr wisst ja selber, wie eure Zielgruppe tickt. Und wenn ihr wisst, ihr sprecht nur bestimmte Geschäftsführer an und die brauchen das Sie und sie brauchen euch im Sakko und sie brauchen euch vor einer besseren Kulisse, ja mein Gott, dann sucht euch die schönere Kulisse und nehmt euch dort auf. Ja? Sondern sagst direkt, was ist der unsexieste Ausbildungsberuf? Unsexieste. Ja, oder von mir aus auch direkt ansprechen. Was denkst du, ist der unsexieste Ausbildungsberuf? Vom Begriff her, ich lese mal vor. Informationselektroniker, weißt du, der bleibt schon deswegen dran, weil er denkt, was ist das? Aus Neugierde bleibt er jetzt dran. Sensibilisieren, wenn natürlich so eine Distanz da ist, ja, dann kann ein Ton von hier oben von der Kamera aus das nicht mehr adäquat mitnehmen. Ja, auf diese Distanz, 2,5-3 Meter, klingt der Ton bescheiden. Jetzt haben wir hier immerhin einen sehr ruhigen Raum. Da geht es noch, es bleibt verständlich, aber es klingt trotzdem unprofessionell. Der normale Zuschauer achtet viel mehr auf den Ton als auf das Bild. Lustigerweise. Macht man sich nicht bewusst, ist aber so. Der normale Zuschauer hört genau raus, ist es ein professioneller Ton oder ist es eigentlich ein professionelles Bild? Ne? Also Ton ist wichtig, deine Botschaft muss gut verständlich sein. Auf diese Distanz bräuchtest du jetzt ein Ansteckmikrofon oder auch von mir aus